Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Spiel in Berlin. Hier oben, wie immer, Julian Nagelsmann. Und starten wir direkt mit Ihren Fragen. Steht die TSG jetzt in Berlin gewissermaßen so an der vorentscheidenden Schwelle gegen Teams, die jetzt nicht top platziert sind? Nee, weil es ja erst der vierte Spieltag ist in der Rückrunde, aber es sind jetzt vielleicht keine entscheidenden Wochen, aber wichtige Wochen. Das habe ich auch der Mannschaft gesagt, dass es wichtige Wochen sind, die jetzt bevorstehen. Sagen wir, die zwei ganz große Brocken zu Beginn sind jetzt weg mit Leverkusen und Bayern. Und jetzt kommen sehr wichtige Wochen, wo wir erfolgreich sein möchten. Und ja, letztes Jahr in Berlin haben wir es ganz gut gemacht, waren erfolgreich und versuchen das wieder zu sein. Hinspiel war ein bisschen unglücklich, würde ich sagen. Aber wir sind, glaube ich, schon in der Lage, da gewinnen zu können und hoffen, dass wir das auch hinbekommen. Noch eine Anschlussfrage, ja. Wird die Hertha da zu Hause ein paar mehr Räume bieten als hier? Ja, das ist nicht so ganz einfach vorauszusehen, weil sie es auch in den Ligaspielen immer ein bisschen unterschiedlich machen. Verteidigen mal ganz hoch, dann mal ganz tief. Im Hinspiel war es ja sehr, sehr tief, extrem tief. Da gab es trotzdem Räume, die haben wir dann im Nachgang viel besprochen. Und ich glaube auch, dass wir die jetzt besser finden würden, wenn es der Gegner nochmal so macht. Ich glaube, dass wir so große Probleme wie im Hinspiel nicht nochmal haben, weil wir da ganz gute Ideen gemeinschaftlich entwickelt haben im Anschluss des Spiels, wie wir gegen so einen Block dann auch spielen können. Ich glaube trotzdem, dass Hertha das im Heimspiel, und dadurch, dass ein Heimspiel ist, sicherlich ein bisschen offener gestalten will und sicherlich auch Phasen hat, wo sie vorne drauf gehen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt da 90 Minuten machen, aber sie werden es, glaube ich, häufiger machen als im Hinspiel. Da haben sie es gar nicht gemacht, aber jetzt zuletzt in der Liga haben sie es immer wieder gemacht, außer gegen Dortmund, da standen sie eigentlich nur hinten drin, aber sonst spielen sie schon mit. Die sehen auch, dass wir jetzt die letzten Spiele nicht alle positiv gestaltet haben, sprich gehe ich schon davon aus, dass der Paul und Rainer zusammen da schon was entwickeln, dass sie uns auch versuchen weh zu tun und nicht nur abwarten spielen wie im Hinspiel. Ich glaube, es war eine Frage von dpa, ja. München war natürlich ganz anderer Gegner, ganz anderes Spiel, aber welche Lehren kann man trotzdem draus ziehen oder was soll besser werden in Berlin? Ja, ich würde mir wünschen, dass wir aus der einen oder anderen Überzahlsituation, die wir sicherlich kreieren können, mal einen klaren Abschluss rauskriegen. Das wäre mein nachweihnachtlicher Wunsch für das Spiel in Berlin. Es war ja Mittelfeldpersonal zuletzt ein bisschen eng. Wie sieht es da jetzt aus, gerade mit, wie weit ist Amiri, Demirbay vor allem? Ja, beide noch nicht bei 100%, aber kommen dahin. Haben jetzt beide gut trainiert und sind sicherlich wieder eine Alternative. Lukas Ruppert ist ausgefallen, der wird wahrscheinlich nicht spielen können. Hat wieder Probleme mit seinem Knie, ist da im Training, stand er glaube ich am Kicker, Training ein bisschen weggeknickt im Knie oder einen Schlag drauf gekriegt und der wird wahrscheinlich nicht spielen können, entscheidet sich heute. Aber Kerem, denke ich mal, dass der wieder zurückkommen kann, wenn heute alles normal läuft. Zweite Frage. Bevor die Frage kommt, sei es auch noch Marc Uth, ist auch noch in der Schwebe, dass der spielen kann, hat einen Wadenprobleme, sieht eher auch nicht so gut aus. Dann könnt ihr euch die Personalfrage schon mal sparen, weil die habe ich schon beantwortet. Das ist Berlin, das ist Hertha. Hertha. Das ist Berlin, das ist Hertha. Hertha. Das ist Berlin, das ist Hertha.